Kapitel 11. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Praxiskurs Fliegen für Anfänger, Miss Silber. Der Flugkapitän legte meine Hand auf einen Hebel in der Mitte einer mit unzähligen Schaltern und blinkenden Lämpchen ausgestatteten Konsole zwischen uns. Wir haben keine Zeit zu verlieren, richtig? Wir müssen morgen eine Boeing 747 fliegen. Vielleicht nicht morgen, aber in nächster Zeit, sagte ich verlegen. Na dann mal los. Das hier ist der Schubhebel. Und hiermit bedient man die Landeklappen. Für den Start. Moment! Unterbrach ich ihn und wurde ein wenig rot. Sie wissen schon, dass das mit dem Fliegen nur eine Metapher war, oder? Ich muss, etwas anderes lernen. Ist mir durchaus klar, sagte Matt. Denn es war sein Kopf, der unter der Kapitänsmütze steckte. Aber Fliegen und Sex sind praktisch dasselbe. Es geht um die Ausgewogenheit zwischen Auftrieb, Schubkraft, Erdanziehung und Luftwiderstand. Das ist das ganze Geheimnis. Und man darf keine Angst haben, natürlich. Er drückte auf einen grünen Knopf und eine Stewardess erschien. Darf ich etwas für Sie tun, Captain? Ja. Matt lächelte sie an. Sie dürfen mir den Co-Piloten für die nächste halbe Stunde vom Hals halten. Außerdem hätten wir gern etwas Kaffee zum Wachwerden, ein Stückchen Kuchen für danach und... Ach ja, könnten Sie Liv bitte Ihren BH leihen? Der, den sie anhat, tönt mich total ab. Ich sah entsetzt an mir herab. Jetzt erst fiel mir auf, dass ich nur in Unterwäsche dasaß und tatsächlich war es nicht meine schönste. Um genau zu sein, war es nicht mal meine eigene. Der Schlüpfer reichte bis zur Taille und war wie der BH aus fleischwurstfarbenem Material, demselben, aus dem auch Mams Handbandage gegen das Karpaltunnelsyndrom bestand. Es war exakt die Art Unterwäsche, die ich an meiner Großtante Gertrude vermuten würde. »Ja, der ist wirklich schlimm«, bestätigte die Stewardess ein wenig mitleidig. »Meiner ist von Victoria's Secret, der wird Ihnen gefallen.« Sie schlüpfte bereitwillig aus ihrer Uniform. Sie, die Uniform, nicht die Stewardess, war blau und gelb und biss sich farblich mit der grünen Cockpit-Tür im Hintergrund. Der BH, der jetzt zum Vorschein kam, war aus schlichter schwarzer Spitze. »Stopp!« rief ich. Sowohl Matt als auch die Stewardess sahen mich irritiert an. Es war ja auch irritierend. Ich in Tante Gertrudes Unterwäsche mit Matt und einer strippenden Stewardess im Cockpit eines Flugzeugs. Das ergab einfach keinen Sinn. Mein Blick schwenkte wieder zu der grünen Tür hinter der Stewardess. Es war nicht nur die Farbe, die nicht ins Gesamtbild passte. Derart verschnörkelte Holztüren gab es in Flugzeugen nicht. Schon gar nicht mit Türklinken in Form von Eidechsen, die mit den Augen blinkerten. »Ein Traum«, sagte ich erleichtert. »Ein saublöder, schwachsinniger Traum.« »Es steht dir jederzeit frei zu gehen, wenn es dir hier nicht gefällt«, erwiderte Matt beleidigt. »Wir haben sicher auch ohne dich Spaß. Patricia hier muss sich wenigstens nichts mehr beibringen.« Die Stewardess kicherte kokett. »Ja, dann guten Flug noch!« Ich ließ sie mit einer Handbewegung verschwinden und Matt und das gesamte Cockpit gleich hinterher. Zum Ausgleich imaginierte ich eine sonnenbeschienene Wiese und atmete tief durch. Wie immer, wenn ich mit dem Klarträumen begann, hatte ich keine Ahnung, wie spät es war. Nach meinem Treffen mit Arthur war ich zwar überraschend schnell eingeschlafen und hatte nicht mehr mitbekommen, wann und ob überhaupt Grace nach Hause gekommen war, aber manchmal holte sich mein Körper mehr Tiefschlaf, als normalerweise üblich war. Als wüsste er, dass er sich in der REM-Phase später nicht mehr regenerieren konnte. Es war zwar eher die Ausnahme, aber es konnte durchaus passieren, dass ich erst in den frühen Morgenstunden zu träumen anfing und gar nicht mehr viel Zeit bis zum Aufwachen blieb, wenn ich die Tür endlich entdeckt hatte. Barcelona, so hatte ich mittlerweile die Eidechse auf der Innenseite getauft, schnurrte, als ich über ihren schuppigen Kopf streichelte. Sie war ein zauberhaftes Wesen, so wunderschön, dass man sie für ein fein gearbeitetes Schmuckstück aus Onyx und Granat hätte halten können, wenn sie stillhielt. Ihre immer noch namenlose Schwester auf der anderen Seite zeigte mir ihre gruselige gespaltene Zunge, als ich an ihr vorbei in den Korridor trat. Mit ihren spitzen Vampirzähnen und den krallenbewehrten Klebefüßen, dank derer sie blitzschnell an der Tür auf- und abflitzen konnte,
war sie genauso furchterregend und abschreckend, wie sie sein sollte. »Aber zu mir kannst du ruhig nett sein«, sagte ich und schloss die Tür hinter mir. In diesem Augenblick fiel mir auf, dass ich immer noch die fleischwurstfarbene Albtraumpanzerunterwäsche trug. Die Eidechse zischte schadenfroh, während ich mir rasch ein vernünftiges Outfit zauberte und peinlich berührt den Gang auf- und abschaute, besonders intensiv auf Henrys schwarzglänzende Tür gegenüber. Aber alles war ruhig. Mit etwas Glück hatte mich keiner in Großtanten-Dessous gesehen. Grayson und Henry warteten hoffentlich in Mrs. Honeycutts Traum auf mich. Der fürchterliche Freddy nickte majestätisch, als ich ihm im Vorbeigehen ein »Hallo« zuwarf. Vor Lottis Tür blieb ich kurz stehen. Unter dem Schild »Lottis Liebesbäckerei, Lieferanten bitte den Hintereingang benutzen« hing eine Schiefertafel, auf der mit Kreide »Heute wegen Liebeskummer geschlossen« stand. Arme Lotti. Offenbar ging ihr das mit Charles doch immer noch nahe, auch wenn sie behauptete, sie seien nur beste Freunde, und das sei auch gut so, denn im Grunde sei er gar nicht ihr Typ. Von wegen. Dieser dumme, glatzköpfige Zahnarzt hatte ihr mit seiner Unentschlossenheit das Herz gebrochen. Vielleicht wollte sie am Ende nur seinetwegen aus London weg. Mitleidig streichelte ich über die Brezel, die den Türknauf darstellte. Es musste doch irgendetwas geben, das ich tun konnte, um Lottis Kummer zu lindern. Weiter hinten hörte ich etwas im Korridor, das wie das leise Quietschen einer Tür klang. Sofort duckte ich mich und verwandelte mich in einen Jaguar. Der Lufthauch wäre natürlich die vernünftigere, weil unsichtbare Alternative gewesen, aber das gelang mir nur, wenn ich vollkommen entspannt und konzentriert zugleich war. Und von Entspannung konnte in den Korridoren im Moment wirklich keine Rede sein. Schon das harmloseste Geräusch, wie eben das Quietschen einer schlecht geölten Türangel, reichte, um meinen Herzschlag zu verdoppeln. Annabels »Er ist wieder da« hallte immer noch in meinem Kopf nach. Ich schaute prüfend über meine Schulter, erst links, dann rechts, aber niemand war zu sehen. Da ich nicht sicher war, woher das Geräusch gekommen war, schlich ich mich dicht an den Wänden entlang ein paar Türen weiter und spähte um die Ecke in den nächsten Gang. Die Gestalt stand direkt vor der ersten Tür. Wenn ich die Pfote ausgestreckt hätte, hätte ich sie berühren können. Unbewusst hatte ich so fest mit »Ich kann dich jederzeit verschwinden lassen, Arthur« oder »Es hatte gerade erst begonnen, Annabel« gerechnet, dass ich mich vor Erleichterung erstmal auf meinen Jaguar-Hintern setzte. Es war nur Emily. Sie stand in einem geblümten Pyjama vor ihrer eigenen Tür und schien irgendwie unschlüssig zu sein, was sie als nächstes tun sollte. Wie sie so verwirrt an ihrer Unterlippe nagte, tat sie mir beinahe leid. Was machte sie denn da? Kniff sie sich etwa selber in den Arm? Jetzt tat sie mir sogar wirklich leid. »Es tut zwar weh, aber morgen früh habe ich keine blauen Flecken. Also träum ich nur«, murmelte sie. »Und wenn ich träume, ist das alles hier nicht real. Aber warum tut es dann weh?« »Oh je!« Sie brauchte eindeutig jemanden, der ihr mal ein paar grundlegende Dinge erklärte. Und sei es nur, damit sie danach ihre Tür verrammeln und den Korridor nie wieder betreten wollte. Aber als ich um die Ecke bog, sah sie alles andere als erfreut aus. Im Gegenteil, sie riss ihre Augen weit auf und starrte mich an, als sei ich ein gefährliches Raubtier. Was ich ja, ups, im Grunde auch war. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, hätte ich mich vermutlich besser in ein Pferd als in einen Jaguar verwandelt. Andererseits bewirkte allein mein Anblick, dass sie genau das tat, was ich mit einem Gespräch hatte erreichen wollen. Sie griff hinter sich und drückte ihre Türklinke hinunter. »Ich hasse diesen Ort«, sagte sie mit Nachdruck, trat rückwärts über ihre Schwelle und knallte die Tür zu. Ich hörte, wie sie von innen mehrere Riegel vorlegte. Wenn ich kein Jaguar gewesen wäre, hätte ich jetzt lachen müssen. Deutlich aufgemuntert trabte ich weiter. Jaguare können vielleicht nicht lachen, aber sie können auf jeden Fall lächeln. Ich freute mich schon darauf, Grayson und Henry davon zu erzählen. Als ich hinter einer markanten Milchglastür, die ich mir als Orientierungspunkt auf dem Weg zu Mrs. Honeycutts Tür gemerkt hatte, links abbog, veränderte sich plötzlich das Licht. Wie an einem sonnigen Tag, wenn sich unvermittelt eine Wolke vor die Sonne schiebt, gleichzeitig wurde es kälter. Nicht gut. Den Vergleich mit der Sonne hätte ich besser nicht gezogen, denn sofort kamen mir Arthurs Worte wieder in den Sinn.
von Annabel, dem Dämon und der Sonnenfinsternis, die wir nicht mehr erleben würden. Mein Herz klopfte schneller, im Nacken sträubte sich das Fell. Es war nicht mehr weit, aber jetzt gerade schien es mir klüger, einfach umzudrehen und mich hinter meiner eigenen Tür in Sicherheit zu bringen. Das war zwar der längere Weg, aber dafür befand ich mich da auf bekanntem Terrain, mit Türen, durch die ich mich im Notfall in Sicherheit bringen konnte. Ich machte kehrt. Auch keine gute Idee. Denn hinter mir lagen die Türen im tiefen Schatten und waren kaum noch zu erkennen. Die Luft schien voller Spannung, wie bei einem Gewitter, das kurz davor ist, loszubrechen. Und jetzt sah es so aus, als würden sich die Schatten verdichten. Sie begannen ineinander zu fließen und sich zu einer pechschwarzen, undurchdringlichen Wand zusammenzuballen, die mir den Rückweg verschloss. Mir war schlecht und schwindelig, alles gleichzeitig, während die Temperatur um mich herum in Sekundenschnelle auf den Gefrierpunkt zu fallen schien. Wie hypnotisiert starrte ich auf die Schatten. Warum diese schwarze Mauer aus Dunkelheit mich so in Panik versetzte, wusste ich nicht. Ich wusste nur eins. Ich durfte auf gar keinen Fall mit diesem Schatten in Berührung kommen. Endlich erwachte ich aus meiner Erstarrung und rannte in die entgegengesetzte Richtung los. Meine Krallen gruben sich bei jedem Schritt in den Boden und mein Schwanz peitschte hinter mir her. Die Kälte schien sich weiter zu verstärken und ich wurde das Gefühl nicht los, dass die Dunkelheit mir folgte, dicht hinter mir war, aber ich hatte zu große Angst, mich umzudrehen. Gedankenfetzen schossen durch mein Gehirn, als würde die Vernunft in meinem Inneren gegen die Panik kämpfen. Es gibt keine Dämonen. Jemand, Arthur oder Annabel, zieht hier eine grandiose Show ab. Das ist alles nicht real. Es half nichts. Meine Panik wuchs mit jedem Satz, den ich vorwärts machte, und mit jeder Zehntelsekunde, die verging, ohne dass Mrs. Honeycutts Tür in mein Sichtfeld kam. Selbst die Türen um mich herum schienen sich zu verwandeln und gegen mich zu wenden. Hier hallte mir höhnisches Gelächter entgegen, dort blitzten scharfe Zähne auf, aus den Augenwinkeln glaubte ich Fratzen aus den Schatten hervorschießen zu sehen, ich rannte nur viel zu schnell, um genau hinzusehen. »Vielleicht«, flüsterte die vernünftige Stimme in meinem Inneren verzweifelt, »vielleicht sind es sogar nur deine eigenen Ängste, die sich hier gerade manifestieren. Ein Albtraum, den dein Unterbewusstsein für dich generiert und der schlimmer wird, je mehr du dich fürchtest.« Etwas schien mein Fell von hinten zu streifen, aber um keinen Preis hätte ich mich jetzt umgeschaut. Wo verdammt war nur diese Tür? Ich wurde noch schneller, ich flog beinahe. Jetzt schienen auch die Wände des Korridors vor mir ganz schwarz zu werden, die Türen waren fast nicht mehr zu erkennen. Es war, als wolle die Dunkelheit mich von allen Seiten umzingeln, um mich dann zu verschlingen. Da vorn, da war Mrs. Honeycutts Tür. Mit einem riesigen Satz sprang ich dagegen, krallte mich um die Türklinke und drückte noch im Flug die Tür auf. Auf allen vier Pfoten zugleich landete ich hinter der Schwelle und warf mich mit meinem ganzen Gewicht von innen gegen das Holz. Geschafft. Wenig elegant, aber endlich in Sicherheit. Ich gab ein triumphierendes Fauchen von mir. Dann erst sah ich, dass Mrs. Honeycutt mich von ihrem geblümten Sessel aus anstarrte und vor Schreck ihr Strickzeug fallen gelassen hatte. Der Papagei hatte seinen Schnabel aufgeklappt und machte den Eindruck, als würde er jeden Moment von seiner Stange kippen. Weiter hinten schaute Grayson mich nicht weniger entsetzt an. Er saß zusammen mit Henry an dem kleinen runden Teetischchen vom letzten Mal. Nur Henry lächelte mich an. So schnell wie möglich verwandelte ich mich in eine menschliche Gestalt zurück. Henry stand auf und bückte sich, um Mrs. Honeycutts Strickzeug aufzuheben. Sie griff sich an den Hals. Da war ein Leopard«, stammelte sie. »Genau genommen war es ein Jaguar, aber ein ganz lieber, Mrs. Honeycutt«, sagte Henry in diesem beruhigenden, hypnotischen Tonfall, den er auch bei unserem letzten Besuch hier angeschlagen hatte. »Und sehen Sie, jetzt ist da nur noch ein Mädchen, ein ganz liebes Mädchen, vor dem Sie keine Angst haben müssen. Alles ist gut. Am besten vergessen Sie einfach wieder, dass wir überhaupt da sind, und stricken in aller Ruhe diese wundervolle Decke zu Ende.« »Es ist eine Stola«, verbesserte ihn Mrs. Honeycutt. »Aber sie ist in der Tat wundervoll, vielen Dank.« Mit einem Seufzer begann sie, die Nadeln zu sortieren.
Gott sei Dank ist nichts verheddert. Für dieses schräg versetzte Blattstrickmuster muss man sich wirklich sehr konzentrieren.« »Wir werden Sie ganz sicher nicht stören«, sagte Henry und grinste mich an. »Das machen Sie wirklich großartig. Ganz große Kunst, dieses Blattschussmuster.« Auf 10 Spitzen tapste ich am Vogelkäfig vorbei zu Grayson hinüber und ließ mich auf einen freien Stuhl fallen. Der Papagei hatte sich offensichtlich wieder erholt, denn er krächzte. »Kommst du hier zur Tür herein, so sollst du auch willkommen sein.« »Verrückt, dass hier alles exakt so aussieht wie beim letzten Mal«, flüsterte ich. »Wie kann sie denn diese Muster und Blumen und das viele Zeug ganz genauso noch einmal träumen?« Grayson starrte mich nur finster an. »Ganz einfach«, antwortete Henry. »Genauso sieht es in Mrs. Honeycutts Wohnzimmer aus. Ihr Unterbewusstsein muss sich in den 100 Jahren, in denen sie hier schon rumsitzt und strickt, jedes gruselige Detail eingeprägt haben.« Er gab mir einen Kuss, bevor er sich selber wieder hinsetzte. »Gut, dass du endlich da bist. Wir warten schon eine Ewigkeit. Stimmt's, Grayson?« »Guckt er deshalb so böse?«, fragte ich. »Nein, er guckt so böse, weil hier gerade ein fauchender Jaguar zur Tür reingesprungen ist und ihn zu Tode erschreckt hat«, sagte Grayson beleidigt. »Ach das!« Ich streckte meine Beine aus, glücklich, dass sie nicht mehr zitterten. Oder nur noch ein ganz kleines bisschen. »Dann sei aber mal froh, dass du nicht da draußen im Korridor warst.« Ich warf einen beredten Blick auf die Tür. »Ich gehe da heute jedenfalls nicht mehr raus.« »Oh Gott!« Grayson ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken. »Sag bitte nicht, dass Arthur da draußen wartet.« »Tat er das?« Im Grunde genommen hatte ich ja keine Ahnung, was das eben war. Im Rückblick verstand ich meine Reaktion darauf auch nur halb. Es war einfach nur sehr, sehr dunkel gewesen. Vielleicht hätte ich einfach mit Licht dagegen halten müssen. Andererseits hat es sich verdammt gefährlich angefühlt und seinen Instinkten soll man immer trauen. Auf den inneren Tiger hören, nannte Mr. Wu das. »Ich weiß es nicht«, sagte ich ehrlicherweise. »Entweder war es Arthur oder die verrückte Annabel. Alternativ auch der Dämon, der uns zur Sonnenfinsternis tot sehen will.« Es sollte scherzhaft rüberkommen, aber irgendwie hatte ich meine Stimme noch nicht richtig unter Kontrolle. Prompt stöhnte Grayson auf. »Oder es war eine Ausgeburt meines eigenen Unterbewusstseins«, ergänzte ich rasch. »Es war jedenfalls verdammt dunkel und unheimlich und ich glaube, es hat mich verfolgt.« »Bis hierher? Wie genau sah es aus? Ist es noch da draußen?« Henry machte Anstalten, wieder aufzustehen. Ich hielt ihm am Arm fest. »Die Tür bleibt zu, klar?« »Na gut.« Henry hatte schon spöttisch einen Mundwinkel hochgehoben, aber dann besann er sich. Er schien mir anzusehen, dass ich es ernst meinte. »Wie sollen wir denn bitte wieder zurück in unsere eigenen Träume gelangen?« fragte Grayson verzweifelt. »Ich habe schon die ganze Zeit Angst, dass ihr beide gleich aufwacht und ich allein hier bleiben muss. Und dann kommt der Blümchenkissenmörder wieder.« Er verstummte. Offenbar war ihm selber aufgefallen, wie sehr er herumjammerte. In jeder anderen Nacht hätte ich ihn ein bisschen aufgezogen, aber heute konnte ich ihn gut verstehen. Persephones Auftritt, Arthurs Morddrohungen, das Ding da draußen im Gang, für eine Nacht war das wirklich genug. »Wann bist du denn nach Hause gekommen?« erkundigte ich mich. »Henry und ich haben Jasper noch geholfen, wieder Ordnung zu machen. Dabei haben wir versucht, ihm klarzumachen, dass Persephones Ausraster und auch Theo Ellis und Mrs. Lawrence auf Arthurs Konto gehen. Er wollte es aber nicht so recht glauben.« »Wie geht es denn, Persephone?« fragte Henry. »Ach, blöde Frage, vergiss es.« »Arthur hat bei uns zu Hause vor der Tür auf Grayson gewartet, aber stattdessen mich getroffen. Wir hatten ein nettes Gespräch.« Ich zupfte gedankenverloren an den Alpenfeilchen herum, die vor mir auf dem Tisch standen. »Er hat gesagt, wenn ich sterben würde, hättet ihr nach einem halben Jahr völlig vergessen, dass es mich jemals gegeben hat und dass er das gerne beweisen würde.« Henry und Grayson schwiegen alle beide. Dann hob Grayson den Kopf und sagte, »Vergesst das, was ich darüber gesagt habe. Es ist mir mittlerweile echt egal, wenn er für den Rest seines Lebens im Koma liegt und vor sich hinsabbert. Wir müssen ihn stoppen, egal wie.«
Ja, aber dafür brauchen wir Annabel. Henry begann ebenfalls an dem Alpenpfeilchen herumzuzupfen und berührte dabei wie zufällig meine Fingerspitzen. Und die ist gerade schwer mit ihrem Dämon beschäftigt. Zumindest was das angeht, hat Arthur nicht gelogen. Mir hat Annabel auch erzählt, dass er wieder da ist. Und dass unsere Namen im Blut geschrieben sind. Und selbiges fließen wird zur Sonnenfinsternis und anderes irres Zeug. Es war keine gute Entscheidung, die Tabletten nicht mehr zu nehmen. Vielleicht fließt Arthurs Blut ja zuerst, murmelte ich hoffnungsvoll. Dann würde ich sogar noch ein Fan von Annabel werden. Oder von ihrem Dämon. Je nachdem. Grayson schlug mit der Faust auf den Tisch, so stark, dass die Blumentöpfe klirrten und Mrs. Honeycutt unwillig den zartlila gefärbten Lockenkopf hob. »Wir gehen das alles falsch an. Wenn Annabel die Einzige ist, die uns helfen kann, Arthur zu stoppen, dann müssen wir mit ihr reden.« »Hab ich doch versucht«, sagte Henry und fügte mit einem Seitenblick auf Mrs. Honeycutt leise hinzu. »Mehr als einmal. Aber ein vernünftiges Gespräch mit Annabel ist leider unmöglich.« Sie spricht mit komischer Hallstimme auf Lateinisch und Blut und Tod und dabei schweben schwarze Federn herab. Außerdem macht sie sich ständig unsichtbar. Hier kann man ja auch kein vernünftiges Gespräch führen, sagte Grayson heftig. Zu heftig für Mrs. Honeycutt. Sie drehte sich zu uns um. Jetzt habe ich mich verstrickt, beschwerte sie sich. Und was tut ihr da mit meinem Zyklamen-Persikum? Ihr rupft ihm doch nicht etwa Blätter aus, oder? Sie kniff die Augen zusammen. Du bist doch der große Harper-Junge. Solltest du nicht meine Dachrinne sauber machen? Längst erledigt, Mrs. Honeycutt. Henry verfiel wieder in sein hypnotisches Gesäusel. Alles ist gut. Stricken Sie einfach weiter. Die schöne Decke muss doch noch fertig werden. Stola! Mrs. Honeycutt drehte sich grummelnd um. Ihr solltet auch lieber stricken, als Karten zu spielen. Wir tauschten kurz verwunderte Blicke. Nur weil wir um einen Tisch herum saßen, spielten wir noch lange nicht Karten. Aber das war Mrs. Honeycutt anscheinend egal. Das führt zu nichts Gutem, das sieht man ja an Alfred, fuhr sie fort. Meine Schwester, die gute Seele, hat ihn immer in Schutz genommen. Sie hat ihm sogar Pullover gestrickt. Aber wie hat er es ihr gedankt? Das Geld zum Spieltisch getragen, das hat er. Und Krokodilstränen geweint, als er sie tot im Bett fand. Von wegen Asthma. Ich weiß, was er getan hat, aber keiner wollte mir glauben. Ihr Gegrummel verlor sich im Klappern der Nadeln und wir atmeten erleichtert auf. »Ich meine, es hat keinen Zweck, im Traum mit Annabel zu reden«, flüsterte Grayson. »Sondern wir müssen es dort tun, wo es keine Dämonen gibt«, und keine Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen. In der Wirklichkeit. Wo ich mich nicht fühle wie der letzte Idiot. Wo am Ende immer die Vernunft siegt. Bei Annabel? Sagte ich zweifelnd. Bei der hat sogar der Psychiater versagt, der allerdings selber ziemlich irre gewesen war. Ich kann das! Grayson hätte um ein Haar wieder mit der Faust auf den Tisch geschlagen, bremste sich aber in letzter Sekunde. Ich kenne Annabel aus der Zeit, bevor sie krank geworden ist. Sie war weit überdurchschnittlich intelligent, jemand mit ausgeprägt logischem Denkvermögen. Und das ist sie heute immer noch. Versteht ihr, was ich meine? Er warf einen skeptischen Blick in die Runde. Das mit dem Dämon als Erklärung für all das hier ist ja durchaus logisch. Ich meine für sich genommen. Absolut logisch, bestätigte ich. Wenn es denn Dämonen gäbe. »Eben«, sagte Grayson, hocherfreut, verstanden worden zu sein. »Also müsste man Annabel nicht beweisen, dass sie verrückt ist, sondern nur, dass es ihren Dämon gar nicht gibt.« »Tja, einfach gesagt. Und natürlich setzte es als Tatsache voraus, dass Dämonen wirklich nicht existierten.« »Ein Versuch ist es wert«, sagte Henry mit einem Schulterzucken. »Hier in den Korridor nutze ich jedenfalls niemandem etwas.« Grayson verschränkte seine Arme. »Ich hab dir schon 100-mal gesagt«, begann Henry und Grayson fiel ihm ins Wort. »Dass das alles eine Frage der Übung ist, ja, ich weiß. Aber ich fürchte, bis ich genug Übung habe, ist Arthur längst mit uns fertig.« Etwas raschelte und er sah aufgeschreckt zur Tür hinüber.
Habt ihr das auch gehört? Das war nur Mrs. Honeycutt, die sich mit einer Stricknadel am Kopf gekratzt hat. Henry lachte. Das sagst du nur so. Ich gehe auf keinen Fall wieder dort raus. Grayson drückte seinen Rücken durch und streckte sich. Ach, verdammt, wie kann man nur schlafen und gleichzeitig so müde sein? Das war auch für mich immer wieder eine seltsame Vorstellung. In Wirklichkeit lagen wir gerade alle in unseren Betten und schliefen tief und fest, wobei wir zum Teil sicher recht merkwürdig aussahen. Ich zum Beispiel hatte heute mit einem geblümten Halstuch um die Taille, diversen Haarklemmerchen auf dem Kopf, zwei Armbändchen am Handgelenk und einem zerfledderten Taschentuch unter der Schlafanzugjacke. Was die Dame von Welt ebenso trägt, wenn sie nachts in Träumen herumgeistert. Nur Senator Todds Socke hatte ich an Henry weitergereicht. Ich brachte es einfach nicht über mich, sie anzuziehen. »Du kannst jederzeit aufwachen«, sagte Henry zu Grayson. »Du musst es nur wollen.« »Der Trick ist, sich in allen Details vorzustellen, wie man aufwacht. So intensiv du kannst.« Ich hatte selber ziemlich lange gebraucht, um das mit dem Aufwachen zu lernen. Am einfachsten war es im eigenen Traum. Im Korridor oder in fremden Träumen fiel es mir deutlich schwerer. Und am schwierigsten war es unter Anspannung. Am besten schließt du die Augen und wenn du sie wieder aufmachst, befindest du dich in deinem Bett, in deinem Zimmer. Versuch dir vorzustellen, wie du dort liegst, wie sich die Decke anfühlt, wie das Mondlicht durch das Fenster fällt oder... Es klappt nicht! Grayson hatte die Augen geschlossen und sofort wieder geöffnet. Ich hab nur Angst, dass ihr verschwindet, sobald ich nicht hingucke. Würden wir nie tun. Henry grinste. Los, versuch's nochmal. Wir sehen uns dann morgen um 12 zum Lernen. Scheiße! Grayson rieb sich mit dem Handrücken über die Stirn. Dass wir am Montag Chemie schreiben, habe ich total verdrängt. Das kriegen wir schon hin, sagte Henry gut gelaunt. Wir werden uns auf aromatische Kohlenwasserstoffe konzentrieren. Ich habe so das Gefühl, das könnte in der Prüfung vorkommen. Grayson sah ihn misstrauisch an. Du hast doch nicht etwa... Nein, sagte Henry. Es gibt Träume, die sogar ich meiden würde, und dazu gehören auf jeden Fall die von Mr. Fawley. Und jetzt wach endlich auf, bevor wir es tun. Widerwillig klappte Grayson die Lider zu. Was muss ich noch mal machen? Du liegst in deinem Bett, du fühlst das Kissen unter deinem Kopf, soufflierte ich. Ach, ehe ich's vergesse, was sollte eigentlich Nichtenbier und Schellfischlogistik heißen? Henry seufzte und Grayson machte, hä? Lass die Augen geschlossen, du liegst im Bett, die Decke über dir, stell es dir ganz genau vor. Als wir auf Jaspers Party über Emily und die Kette gesprochen haben, hast du Schellfischlogistik gesagt. Ich habe hin und her überlegt, was es heißen könnte, bin aber nicht drauf gekommen. Keine Ahnung, murmelte Grayson. Wenn es um Emily ging, war es vielleicht scheinheiliges Miststück, schlug Henry vor und zwinkerte mir zu. Ja, genau, scheinheiliges Miststück, von wegen Ewigkeit, nicht mit mir, sagte Grayson erbost. Ich hab mir die scheiß Kette zurückgeholt. Wusste ich's doch. Mrs. Honeycutts Standuhr begann zu schlagen. Augen schön geschlossen lassen und tief ein- und wieder ausatmen, Grayson, befahl ich, schnappte aber dann selber kurz nach Luft, weil sich ohne Vorwarnung eine bis dahin nicht vorhandene Tapetentür öffnete, gemeinerweise an einer anderen Wand als das letzte Mal. Und was noch gemeiner war, der kleine schwammige Alfred trat dieses Mal nicht langsam durch die Tür, sondern sprang mit einem heiseren Schrei und seinem Kissen unterm Arm heraus, wie ein Kastenteufelchen, genau in dem Moment, in dem Grayson alarmiert seine Augen aufschlug. Und dann war Grayson verschwunden.